Jo, hi Onliners und willkommen zum, ich glaube, 22. Oktober 2017. Es ist Sonntag und wir starten hier unten im Büro. Sag mal hallo, Charlotte. Hallo. Hallo, hast du deinen Hund dabei? Ja. Ja. Und zeig mal, was du eben gerade auf dem Stuhl da gefunden hast. Ja, ihr habt da auch aufgehabt schon, ne? Ja, das ist Papas. Genau, das ist Papas. Weil wir nämlich beschlossen haben, eine Halloween-Familie zu werden. Und dieses Jahr ist halt Halloween angesagt. Und wer geht als Hexe? Ich. Ja. Wir. Ja. Wir als Hexe. Und wie heißt du? Ich heiße Papa. Und da hinten, da sind ganz viele Leute, die ganz unterschiedliche Namen haben. Lass uns mal hochgehen, wir wollen noch frühstücken. Mama, Victoria. Genau, Mama und Victoria gehen auch als Hexe. Ich gehe als Night King. Und dann hatten wir gestern Nachmittag, am Samstag, haben wir Bastelstunde gehabt. Oder Bastelnachmittag. Bis gestern Abend, bis Bettgehzeit war. Und wir haben für Halloween haben wir kleine Fledermäuse gebastelt. Aus Klorollen. Und da gibt es dann für die paar, die klingeln, gibt es dann quasi da die Süßigkeiten drin, ne? Packen wir hier oben rein und dann werden die verteilt. Und wenn sie wieder erwarten mehr sind, dann müssen die sich halt das Zeug nehmen. Und da ist Königin Elsa mit ihren Fledermäusen, die beiden mitgebastelt haben, ne? Ja, Püppi, wenn du den Boden rausdrückst, dann ist er jetzt raus. Hat sie Pech gehabt. Ich habe nämlich aus den Resten von meinen Bodendämmmatten unten im Büro habe ich nämlich Böden gebastelt. Es gibt dir ein bisschen mehr Standfestigkeit und auch mehr Stabilität. So, jetzt räumen wir erstmal auf. Na, es ist ja urstgeniales Wetter. Wir haben ja vorhin nochmal Sonne gesagt. Die Wolken verziehen sich, ne? Wetter zieht nach da. Und da wird's hell. Ja, ist schon sehr herbstig draußen. Das Erklärbär-Video, weshalb, warum alles so unregelmäßig kommt und so, habe ich noch in der Mache, es wird noch geskriptet, aber ich gestern Abend zu dir, ja, ey, ich habe Bock eigentlich mal wieder zu vloggen. Lass uns mal vloggen. Ne, und heute werden wir draußen hinten das Gewächshaus leer räumen. Da sind die inzwischen trockenen Tomaten drin. Die Ernte war dieses Jahr eher so, naja. Die ersten, die wurden zwar wunderbar reif, denen fehlt aber das Aroma, weil reif werden ist das eine, Sonne für, damit die Tomatensorten auch eigenen Geschmack kriegen. Ist das andere, die letzten Tomaten jetzt, die hatten einiges mehr Geschmack, aber dolle war es dieses Jahr einfach nicht. Und dann haben wir im Hochbeet noch eine Menge Zeug stehen. Das hatte ich im Sommer gesät, kurz bevor, beziehungsweise nachdem ich mir Sprunggelenk gebrochen hatte. Und dann hat das Ganze etwas länger gedauert als erwünscht. Und, also, was heißt erwünscht? Also, ich dachte, es ging schneller, aber es hat halt eben doch 6 bis 8 Wochen gedauert. So wie auch alle vorher gesagt haben. Naja, und deswegen ist es da stehen geblieben. Und ehe es jetzt Frost gibt, wollen wir mal gucken, ob nicht ein paar Sachen davon noch im Gewächshaus fertig werden. Außerdem machen wir unsere Halloween-Deko weiter. Also ich habe letzte Woche schon einiges dekoriert hier vorne. Also wird auch eher im Vorgarten werden und drinnen sparen wir uns dieses Jahr noch aus. Aber da es aussieht, als wenn wir dann doch auch Halloween-Partys drinnen machen werden, wird es dann ab nächsten Jahr vermutlich auch drinnen Deko geben. Ja, soweit erstmal. Ich mach mal das Frühstück weiter. Ey, Krawallis! Ja, genau dich meine ich. Möchtet ihr Kakao trinken? Ja, ganz schmutzig, Papa. Ja, wer hat denn das schmutzig gemacht? Victoria. Ah, natürlich. Victoria hat dein Schnuffeltuch schmutzig gemacht. Wollt ihr Kakao? Victoria, hey! Warum hast du denn mein Schnuffeltuch schmutzig gemacht? Weiß ich nicht. Hat sie doch gar nicht, das warst doch bestimmt du. Könnt ihr mir zuhören? Möchtest du Kakao haben? Ich? Ja. Du möchtest Kakao. Lotte, möchtest du auch Kakao? Lotte. Gut. Und du, möchtest du auch Kakao? Ja. Und guck mal, da hat die Anna gestern schon mal einen Kürbis gemalt. Orange Tischtennisbälle. Und das hat ein Kürbisgesicht gekriegt. Und eine IKEA-Leuchtkette, wo die draufgeschoben werden. Wow. Lassen. Ach, der hat mich hier den Finger dran.
gebissen. Hat dich den Finger gebissen? Hm. Blöde schimpft mit euch. Echt? Bist du die Mama und schimpfst mit uns? Ja. Mhm. Kleiner Motzbär. Okay, das sagt man nicht. Na, zeig mal hier deine kleine Eskapade. Unser kleine Kamikaze-Girl. Ist voll Karacho vor das Gitter von der Kita gelaufen, ungebremst. Ich mach mich mal. Ach übrigens, ne? Also haben die Püppis gefunden für dich. Ach du grüne Neune. Ja, wenn du nicht willst, ist ja nicht so schlimm. Aber bei dem Hexenverkleidungsding bei Kaufland waren, aber die waren halt nur in einer Größe. Und die hatten die Püppis gesehen und wollten sie haben. Hab ich gedacht, na, vielleicht für Mama. Mit den Großen, die würde ich gern behalten. Und die Anna bereitet schon die nächste Bastelei vor. Die wir aber erst machen, wenn wir heute draußen waren. Ja, du brauchst ja nicht Rasen. Ja, würde ich aber schon gern. Wann soll ich aber machen? Es ist Sonntag. Ja, weil wir sind zur Hochzeit gewesen, wo wir sehr, sehr kurzfristig quasi eingeladen wurden, wo wir auch gar nicht mit gerechnet hatten, so direkt. Leute, guck mal, das kannst du auch haben. Und ja, da müssen wir das Hochzeitsgeschenk quasi im Nachhinein noch basteln. Wir haben gesagt, okay, wir kommen in 4 Tagen zu eurer Hochzeit, aber Hochzeitsgeschenk kriegt er hinterher. Das müssen wir halt noch basteln. Da müssen wir auch noch ein paar Sachen für bestellen. An dem da wäre einfacher, da könnte ich mit Namen und Farben arbeiten. Kannst du an dem auch. Gut, Spinnennetze haben wir reichlich. Und wenn die nicht reichen, hinter der großen Spinne liegen auch noch welche. Kann man ja immer gebrauchen. Mal so eine schöne Spinnennetzdeko. Und wir haben noch einen lustigen Rasenzombie. Können wir mal das Stiel halten? Halt mal lieber den Kopf, der Stiel ist nur lose da drin. Halt mal lieber den Kopf. Gib mir doch mal die Hand. Hast du das da rausgemacht? Aus dem Bild? Nein, das ist ein neuer. Ja, wir haben nämlich schon einen, so einen Rasenzombie, aber wir brauchen noch einen. Weil schließlich kommt das ans Tor. Hm? Die zweite Hand ist hier. Nein, 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 das ist nicht zum Kämpfen. Der ist schon tot. Also so halb. Irgendwie. Also und alle Totenköpfe und so sind bei unseren Kindern immer Piraten. Also draußen hängt ja so ein Blutgeist. Sehen wir nachher alles nochmal. Und hier vorne so ein schwarzer Todesengel, alle mit Totenkopf. Ne, das ist alles Pirat. Da ist ein Pirat und da ist ein Pirat. Alles Piraten. Hey. Hey, nicht damit hauen. Ihr seid ja zwei Klapsköpfe. Ja, Charlotte facepalmt. Warum willst du mich? Ich bin eine Hexe. Und wir fahren euch in eine kleine Schlammerhexe. Und Hexe? Eine Hexe. Boah, seid ihr drollig. Ich hab jetzt mir doch die blöde Hexe. Warum kommst du nicht? Warum komm ich nie wieder? Ja, ich hatte ja auf Instagram schon ein paar Bilder gepostet, so eine Bildcollage von dem, was ich letzte Woche dekoriert habe. Ich habe heute sogar zum ersten Mal, seit ich es habe, das Deppenzepter mit draußen. Ja, habe ich bis jetzt nie gebraucht. Das war Teil von so einem alle möglichen Dinge, wie kann ich meine Actioncam, mit der ich gerade filme, anbringen. Also auch Tauchsachen waren dabei zum Halten und halt auch ein Deppenzepter. Und ich habe über Indiegogo an so einer einem Projekt mitgefoundet,
die kleinste und günstigste 360 Grad Kamera, die es bis jetzt gibt. Und ja, die macht okay Aufnahmen, also ist natürlich mit so mehrere 100 Euro Gerät nicht vergleichbar, aber ist schon okay, also für umgerechnet so knapp 200 Euro inklusive Zubehör, also Fernbedienung etc., die noch unterwegs ist aus Fernost, ist es eigentlich okay, was die an Bildern abliefert. Werde ich mit Sicherheit hier verlinkt haben, 360 Grad Video. Ich werde nämlich mal gucken, was die so draußen als Außenaufnahme bringt, und da braucht man natürlich hier ein lustiges Deppenzept dazu, weil ansonsten hat man immer irgendwie den Arm mit im Bild. Das habe ich bei den ersten Testaufnahmen schon gesehen. Ja, da liegen noch Kürbisse, die wir noch schnitzen müssen. 4 Stück. Und dann sollen wir uns den einen von Nachbars noch holen, weil die sind gestern in Urlaub gefahren. Ja. Ne, da ist der eine. Dann haben wir da jemanden, der sich frei buddelt, es aber nicht mehr geschafft hat. Liegen hier noch Totenkopf rum. Ein kleiner freundlicher Todesengel, der immer verrutscht. Ein Vogel, der sich sonnt. Und ein anderes Highlight ist dann vorne. Ja, dann hier der Blutgeist, der hier rumfliegt. Wenn man von drinnen sehen könnte. Wo unsere Kinder mal sagen, Pirat, ein Pirat. Weil es ist halt ein Totenkopf. Und hier waren die Spinnen ganz fleißig. Die hängen da auch irgendwie noch überall rum. Mit einem Skelett. Ja, das muss ich heute noch ein bisschen festmachen. Das ist ein bisschen sehr lose. So weit sind wir schon mal. Und noch einer, der sich frei buddelt. Ja, los, klingel, trau dich. Ich bin albern. So, jetzt haben wir noch für genug Ambiente gesorgt. Ach, Spinnenweben verteilt hier. Oh, ein bisschen, das heißt so, wenn man jetzt hier so reinguckt, sieht das schon nicht schlecht aus. Hier vor die Tür. Da kommt noch ein Skelett hingehängt. Das kommt aber erst Montag. Das heißt also, das kann ich jetzt Montag anbringen. Also morgen oder Dienstag, je nachdem. Und da wickle ich dann auch Spinnenweben drumherum. Dass er dann da oben von dem unteren, von der Verstärkung, von der Markise runterhängt und dann so im Wind schaukeln kann. Und wie gesagt, da halt Spinnenweben drumherum. Halloween machen wir dann die Grablichter an. Ah, hinten ist auch noch eins. Und dann denke ich, ist es so für unser erstes Mal von der Stimmung her schon ganz passig. So was, das ist gut, dass ich Taschentücher in der Tasche habe. Ich will eins haben. Ein Taschentuch? Ja. Gut, dann werde ich mal versuchen, den Rundgang mit dem Deppenzepter zu machen. Gucken, ob das irgendwie klappt. Ja, parallel habe ich hier einen 360 Grad Gartenrundgang gefilmt. Der dürfte jetzt hier irgendwo verlinkt sein, kartentechnisch. Hier mit dem Deppenzepter. Ja, es ist hier quasi ein Parallelvlog. Schade, dass man das nicht zusammenschneiden kann. So geradlinigen Film und 360 Grad. Ah, wir haben sogar noch ein paar Himbeeren. Und von unseren eingesetzten Äpfeln sind 2 aufgegangen. Gucken, ob sie das überleben. Ja, und unsere Feigen werden einfach nicht reif. Für die passt die Zeit auch nicht. Und meine Eltern, die können die reinstellen und im nächsten Frühjahr reifen die aus. Unsere werden im nächsten Frühjahr schrumpelig und fallen runter. Aber ein paar sind gelb, das heißt, die sind essbar. So, wir wollen nämlich... Ich bin fertig mit meiner Deko, ja. Wir wollen nämlich dieses Jahr im Herbst nämlich das Hochbeet umsetzen. Und da hinten hin. Dieses Jahr im Herbst? Weil ich noch im Herbst bin. Also diesen oder den nächsten Monat. So lange ist ja noch Herbst dieses Jahr. Ja. Spätestens im Frühjahr. Dafür darf ich die Kante noch ein Stück weiter ziehen, sodass wir hier aus der Kurve da raus sind. Dann haben wir wieder schöne 90 Grad. Kann man schön mähen, weil die Ahne ist das ein Dorn im Auge, dass er da drumherum mähen muss. Ja, dann stellen wir das Hochbeet halt hier auf das Pflanzbeet, da hinten so ungefähr, wo der Weißkohl ist, den man im 360 Grad Rundgang sehen kann. Ja, und deswegen kommt jetzt erstmal das Zeug, was da noch drin ist, raus. Das pflanzt die Ahne ins Gewächshaus. Nein, ja, müssen wir irgendwann den Weißkohl ernten. Kannst du mit den Kindern die Möhren ernten, heute? Die letzten, ja. Dann mache ich
Marmörensuppe. Okay. Also für ja. Naja, weil hier sind halt noch schöne Fenchel drin. Ja. Ich glaube sogar einer da hinten ist noch. Naja, wir sind, wo man mal kicken müsste. Ja. Aber die sind schon echt aufgeschossen. Ja, ja, der Rest ist aufgeschossen. Auch nachgesät. Wir hatten die Schnecken auch alles abgefressen. Ich hatte meiner Mutter ihre glücklicherweise mitgegeben. 3 Tage später waren sie im Gewächshaus, die vorgezogenen, alle abgefressen. Die haben echt Schaden gemacht dieses Jahr. Damit ist unsere Möhrenernte auch zu Ende. Die letzten Möhren, die da noch gestanden haben. Du hast halt gemischt, sind große, kleine, alles mögliche dabei. Jetzt ein bisschen abtrocknen lassen, dann machen wir sie sauber. Dann gibt es diese Woche nochmal leckere Möhrensuppe. Jetzt haben wir von den Radis, den großen Violetten, die haben wir, die letzten sind halt ins Kraut geschossen, aufgeschossen und haben geblüht. Und da ernten wir gleich von den Schoten ein paar Samen, weil die sind echt gut und da haben wir aber keine mehr von. Und dann ziehen wir die halt nächstes Jahr neu. Ich glaube, Mama ruft euch. Wer klopft denn auf mein Haus? Ich denke, das dürfte reichen. Oh, muss ich gucken, wenn die aufgehen. Die muss ich abmachen, solange wie die nicht in der Erde sind. Oh, ich denke mal, wenn er auch nur die Hälfte von Wurzeln kriegt, dann reicht das für nächstes Jahr. Ist ein Experiment. So, jetzt Weißkohl für Nachbars. Ist übrigens die letzte Tomatenausbeute. Da sind noch schon welche bei, die schon Stellen haben. Ja, mal gucken. Stellen wir jetzt in den Schrank, damit sie dunkel stehen. Und dann werden die noch, vielleicht nicht mehr alle, ein paar werden zwischendrin vielleicht noch faul werden. Aber der größte Teil wird noch nachreifen. Ja, und dann ist Tomaten 2017 die Saison auch gesungen. Habt ihr ja dieses Jahr nicht allzu viel von mitgekriegt, weil, wie gesagt, ich ja seit Frühjahr nicht mehr gevloggt habe. Dafür gesagt, zum großen Teil war jetzt eben das Problem, dass ich arbeitstechnisch ein bisschen eingespannt war. Und, nee, das ist eigentlich eher der größere Teil. Das andere Problem, zu dem noch ein Video kommt, was mich so ein bisschen davon abgehalten hat. Ich musste im Prinzip seit Anfang des Jahres, seit Februar, März, mein Leben ein bisschen umorganisieren. Aber davon dann später mehr. Das ist dann übrigens der Rest der Karottenernte nach dem Saubermachen. Also noch nicht sauber geschnitten, sondern nur Dreck ab und vorne, hinten alles weg und alle, die schon irgendwie matschig waren oder so, aussortiert. War schon okay. Also oben drauf liegen jetzt die kleinen, weil die sind die letzten, die ich rausgefischt habe. Unten drunter liegen ganz schön große. Das ist schon mal noch eine schöne Suppe. Möhren hatten wir dieses Jahr auch ganz gut. Aber die funktionieren im Hochbeet eigentlich immer super. Und dann wird das Zeit, dass das langsam wieder alle seinen normalen Gang geht. Ja, wir haben ja eigentlich Bokashi-Eimer. Das heißt also, alles was organischer Abfall ist, der wird mit effektiven Mikroorganismen behandelt und dann fermentiert der. Also der verfault nicht, sondern der fermentiert, behält quasi fast seine Form bei und schimmelt dabei nicht und fault halt auch nicht. Unten kommt halt als flüssiges Abfallprodukt Dünger raus, den gleichen, den man als Gießdünger kaufen kann. Wenn die so ein Eimer voll ist, dann soll man den mindestens 14 Tage stehen lassen und dann untergraben oder als Mulch oben drauflegen. Na, und wir haben jetzt beide voll. Das heißt, wir werden vermutlich den als Mulch über Winter oben drauflegen lassen. Zum Beispiel, wenn wir hinten das Weißkohlfeld fertig haben oder ich pack's in das Hochbeet, wenn wir es umgepflanzt haben. Muss ich mal gucken. Ah, was ich vergessen habe heute, ich habe nicht gemessen. Ich habe das kleine Gartenhaus nicht gemessen. Weil nächstes Jahr gibt es eine vernünftige Bewässerungsanlage für die Tomaten. Sprich, ich lege unten in die Erde so PU-Rohre, die angebohrt sind und dann mit einem Stutzen, wo wir direkt einen Schlauch anschließen. Weil unser Tröpfchenschlauch, das ist nicht schlecht, aber da ist halt innen drin ein ganz dünner Schlauch. Und wenn man versucht, den in relativ enge Kurven zu legen, dann knickt der und dann bewässert er halt nicht vernünftig. Hallo? Hallo, Arbeit. Hallo? Ich habe heute meine Trinkflasche mitgenommen. Du hast deine Trinkflasche, aber das ist doch Pippis Trinkflasche. Nein, das ist meine. Ist deine? Aha.
Hast du Mama geholfen? Was hast du gemacht vorhin? Ja, was hast du gemacht? Laub gehakt. Ja, Laub gehakt. Und was hast du gemacht mit dem Stock? Rumgewedelt. Mhm. Und was ist dabei passiert? Auf den Ast gefallen. Mhm, auf den Ast gefallen. Und was ist mit dem Ast passiert? Runtergeschlagen. Ja, abgebrochen, ne? Auf deinen Kopf, von wegen. Ja, hat sie vom Kaki, hat sie einen Ast abgeschlagen. Und ist auch ein Stück eingerissen. Sehr schade. Nee, Püppi, nicht mit der Flasche. Nicht mit der Flasche. Ey, volle Hebe Soda drauf. Die Platz. Entenfüße, ja, ich weiß, Schatz. Also Dieter, wo kommst du denn her? Komm mal her, meine Kleine. Komm, lass dir mal. Lass dir mal drücken. Ja, ja. Ja, 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 erst auf. Ich oh, ja. Ey. Sag mal, Dieter, wer das ist, Lotti. Wer ist denn das? Schnuff. Das ist Schnuff. Schnuck. Hm. Schnuck. Schnuff. 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 Hat der Schnupfen? Hey. Das ist Alkohol. Alkohol. Gut, da haben wir noch ein Feierabendbier mit Nachbars getrunken. Und ehrlich, es wird jetzt ungemütlich. Ja, jetzt wird kalt. Jetzt werden wir nach warmer Wanne. Und die Anna hat die letzten Blumenkohl geerntet. Du glaubst es nicht, aber da kommt noch Brokkoli. Da kommt nur Brokkoli, der ja. Der ist zwar noch ganz klein, aber... Ja, der Brokkoli ist dies ja auch nicht. Ist auch den Stecken zum Opfer gefallen. Wenn noch ein paar warme Tage kommen, dann kriegen wir da nochmal 3-4 Hosen. Ja. Ja, also diese 2 Tage im... Ja, super. Pass auf, hast dass du super gemacht. Deine Schwester fällst. Ja, diese 2 Tage im Frühjahr, die haben echt eine Menge Schaden gemacht. Und dann anschließend die Schnecken bei unseren Vorgezogenen im Gewächshaus, das war nicht viel besser. Also wir haben bisher echt gartentechnisch ein bisschen Pech gehabt. Und dann halt mein gebrochenes Sprunggelenk mitten im Sommer war jetzt auch nicht hilfreich. War halt nicht so gut gelaufen. Ja, jetzt wird's dunkel. Aber wir müssen mal den Großeltern... Nein, nicht älter. Heute gucken wir nicht Elsa, heute rufen wir mal die Großeltern an, ne? Und deswegen sagen wir schon mal Tschüss. Hey, sagt mal Tschüss. Tschüss, tschüss. Was ist denn das? Na, das ist ja ein Video und deswegen sagt er jetzt Tschüss, weil das Video jetzt zu Ende ist. Tschüss. 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 Die Anna sagt auch noch Tschüss. Tschüss, die Anna. Tschüss. Oh, pass auf, die Spinne greift dich an. Tschüss, wir sehen Was uns. Macht die? Nee, ist aus. Die ist aber aus. Ist kein Ding. Wir können sie zum Abschied nochmal anmachen. Lass ich aber aus, weil sonst werden unsere Nachbarn uns irgendwann die Freundschaft kündigen. Wieso? Na, geh mal an. Ich weiß immer nicht, warum die an, wann die an oder wann die nicht an. Aber bewegen tut die sich nicht. Ja, die vibriert hier ein bisschen. Die gibt hier immer nur so einen Schlag. Nee, ist gut, Leute. Ist gut, Leute. Lass sie hin, Victoria. Mach's auch, Schatz. So, und loslassen. Wir wollen wenigstens noch bis Halloween soll sie halten, okay? Warte, und wegen den Kindern ist sie auch aus. Gut, nichtsdestotrotz, ne, sagen wir einfach, ey, tschüss und bis zum nächsten Mal. Oh. Jo, und da sind wir schon am Ende angekommen. Und cool, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ja, hier drumherum sind jetzt diverseste andere Videos oder Kanäle verlinkt. Zum Beispiel der Iceworks TV Live-Kanal. Da sind momentan die Livestreams auch etwas ins Stocken gekommen aufgrund von arbeitstechnischen bzw. privaten Zeitproblemen. Es geht aber nach unserem Urlaub nächste Woche da auf jeden Fall weiter mit den Musik-Livestreams. Und es kommen hoffentlich dann auch dieses Jahr noch 1-2 andere dazu. Einzige, den ich bis jetzt konkret durchgehalten habe, ist der Unboxing-Stream. Ja, außerdem das Kollektiv ist auch ein weiteres interessantes Projekt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ey, danke fürs Dabeisein. Like wäre nicht schlecht. Abo, Ehrensache, ne? Glocke nicht vergessen. Falls nicht, ist auch egal. Ich sage trotzdem danke und wir sehen uns. Tschüss.